Hier ist Ihr SWF-Journal mit den aktuellen Nachrichten aus Ihrer Region. In dieser Woche haben wir für Sie folgende Themen vorbereitet. Spürnasen im Einsatz, Senioren-Kaffeetafel in Lübbenau, Sommer-Swingladen im Schloss, großer Kahnkorso in Lübbenau. Zunächst jedoch folgende Kurzmeldung. Nach 25 Jahren in den Ruhestand. Der Bücherbus des Landkreises Dahme-Spreewald ist defekt. Nach 25 Jahren im Dienst geht er jetzt in den wohlverdienten Ruhestand. Bis zur Lieferung und Einrichtung eines neuen Bücherbusses im Oktober wird es auf den regulären Touren trotzdem die Möglichkeit geben, entliehene Medien zurückzugeben. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden mit einem kleineren Fahrzeug die üblichen Haltestellen anfahren. Die Ausleihe von neuen Medien ist nach Vorbestellung möglich. Zusätzlich bietet die Onleihe Dahme-Spreewald die Möglichkeit, sich rund um die Uhr mit Lesestoff zu versorgen. Die Kreis- und Fahrbibliothek bietet ihren Leserinnen und Lesern zudem die Möglichkeit der Ausleihe und Rückgabe von Medien nach vorheriger Rücksprache in der Bibliothek in Lübben an. Bürgermeister Helmut Wenzel eröffnete zum größten Stadtfest in der Region die Senioren-Kaffeetafel mit Kaffee und Kuchen. Das diesjährige Lübbenauer Spreewald- und Schützenfest hat wie immer zum Auftakt die Senioren eingeladen. Nicht alles bleibt so wie hier beim Alten. Es gibt kein Schützenzelt mehr. Der Gurkenmarkt ist hinter dem Rathaus. Doch wirklich störend war nur der Dauerregen. Die gute Laune hingegen konnte er nicht wegspüren. Dafür sorgte das Spreewald-Duo Lothar und Klaus. Die Schützenschwestern von der Schützengilde Lübbenau versorgten die Gäste mit Kaffee und Kuchen. Bürgermeister Helmut Wenzel bedankte sich bei den Helferinnen und Helfern rund um das Spreewald- und Schützenfest. Und an dieser Stelle herzlichen Dank an unsere Landtagsabgeordnete Roswitha Schier, die auch hier unter uns zwei, und auch der Vorsitzende der Stadtversammlung Uwe Pielens, dass du das seit vielen Jahren so vorbereitest. Herzlichen Dank. Bei den originalen Lausitzer Blasmusikanten wurde das Tanzbein geschwungen, wenn auch nur auf der trockenen Seite der Tanzfläche. Ob Stippi der Weißstorch, Florian der Teichfrosch, Amanda die Waldameise oder mit der Fledermaus unterwegs. Im Spreewald sind die Spürnasen im Einsatz. Biosphärenreservat Spreewald und der Spreewald-Service Lübben geben allen Kindern die Möglichkeit, den Spreewald zu erkunden und besser kennenzulernen. Was gibt es für Pflanzen oder welche Tiere gibt es im Spreewald? Kita-Gruppen, Schulklassen oder die ganze Familie können die Fragen beantworten. Unter dem Motto Spürnasen im Einsatz stehen den Entdeckern verschiedene Angebote zur Verfügung. Weitere Angebote sind noch Amanda die Waldameise, eine Naturerlebniswanderung hier durch Lübben. Und dann gibt es noch Steppi der Weißstorch, momentan in Schleppzig zu erleben und künftig auch in Lübben. Die Klasse 4b der Friedrich-Ludwig-Jahn-Grundschule durfte die Entdecker-Kahnfahrt Florian der Teichfrosch ausgiebig testen. Zur Einführung hören die Kinder eine Geschichte und Herr Klaffer gibt den Neugierigen noch einige Tipps mit auf den Weg. Mit der Karte in der Hand und einem Fährmann an der Seite machen sich die Entdecker auf die Reise. Mit dem Kahn geht es auf die Suche nach den wichtigen Informationen, mit denen man die Fragen beantworten kann. Dank der Karte wissen die Kinder genau, wohin der Fährmann steuern muss. Wenn alle Fragen richtig beantwortet sind, tragen die Spürnasen das Lösungswort ein und erhalten eine Überraschung.
Ja, also wir haben das ja als Biosphärenreservat gemeinsam mit der TKS hier heute das erste Mal richtig ausprobiert. Die Grundschüler aus der 4. Klasse, denke ich, haben das wunderbar angenommen. Also das Feedback war so, dass die Kinder die Fragen, einige fanden sie ein bisschen schwer, einige ein bisschen leicht. Das sagt uns im Grunde, dass sie gerade richtig waren. Ne? Das hängt immer davon ab, wie man aufpasst. Und ich denke auch so, die Länge der Tour, etwa eine Stunde, und auch die Zusammenarbeit mit den Kahnfährmann, dass man selbst den Weg finden muss, das ist eigentlich eine runde Sache, und ich kann es nur jedem empfehlen, das mal zu probieren, ob mit seinen Kindern, Enkeln oder eben auch den Lehrern, Lehrerinnen in den hiesigen Schulen. Für die Spürnasen ging es noch mit dem Kescher zum Ufer, um sich einige Tiere aus nächster Nähe anzuschauen. Ob im Wasser oder auf der Wiese, kleine Lebewesen gibt es überall zu finden. Alle Angebote rund um die Spürnasen im Einsatz finden Sie auf lübben.de. Jugendamtsbereiche des OSL an neuem Standort. Die Bereiche Jugendförderung, Jugend- und Familiengerichtshilfe sowie der überwiegende Teil des Amtsvormundschaftswesens des Jugendamtes sind umgezogen und ab sofort erreichbar an ihrem neuen Standort im Behörden- und Dienstleistungszentrum Knappenstraße 1 in Senftenberg. Die Beratungen der Jugend- und Familiengerichtshilfe zu Trennungen, Scheidungen und zum Sorgerecht Umgangsrecht § 17-18 finden ab sofort in der Knappenstraße statt. Seit 2015 ist der Sommer-Swingladen auf der Schlossterrasse zu finden. Im Schloss Lübbenau startet das musikalische Highlight pünktlich zum Spreewald- und Schützenfest. Das Trio Piano Powerstation wollte die Zuhörer unter freiem Himmel mit auf eine musikalische Reise nehmen. Der Dauerregen durchkreuzte die Pläne der Musiker und Veranstalter. Nicht weniger spektakulär und überdacht wurde der Spielort in Rockhorst Linari Bar verlegt. Nach der Begrüßung durch Birgit Tanner folgte ein kleiner Ausblick auf die nächsten Termine. Ja, wir hoffen, dass zu den nächsten Veranstaltungen, die im Sommer ja sind, es nicht so ganz so regnet wie heute Abend, denn wir haben ja im August, am 13. August, noch unser Balkontheater vor uns. Das wird draußen auch auf der Schlossterrasse sein, hoffen wir. Das wird sehr, sehr spannend. Das ist eine Geschichte durch die 3 Jahrhunderte Theatergeschichte, wird wieder auf unseren, also auf dem Balkon, auf der Terrasse stattfinden, kombiniert mit einem Menü, noch wenige Restkarten zu haben. Und dann gibt es natürlich als absolutes Highlight auch die Brandenburgischen Sommerkonzerte in diesem Jahr wieder zu Gast. Das wird sein am 10. September. Das ist ein Sonntag und da wird die Big Band der Deutschen Oper zu Gast sein mit lauter schönen Sachen, die Gershwin geschrieben hat. Und da gibt es wunderschöne Sachen, die wirklich für einen lauen Sommerabend geeignet sind. Bis in den nächsten Sommer ist der Swingladen schon verplant. Das gefällt den Musikliebhabern rund um Volker Rennert, der wie immer den Act ankündigte. Eine Mischung aus Rock, Jazz und Funk gibt der Musik- und Bandleader Harald Witkowski eine besondere Note. Piano Powerstation, das sind 2 Pianisten und ein Drummer. Sie spielen unter anderem Eigeninterpretationen bekannter Songs der Rock- und Popgeschichte. Da konnte man einfach nicht die Füße stillhalten.
Beim diesjährigen Kahnkorso in Lübbenau präsentierten sich 30 Kähne, die in 4 Themenbereiche unterteilt wurden. Traditionell führt die Bergmannskapelle. Höhepunkt beim Spreewald- und Schützenfest ist und bleibt der Kahnkorso am Lübbenauer Hafen. Viele Besucher bestaunten die geschmückten Kähne der Vereine und Einrichtungen. Gezeigt wurden auch die Lebensweise und der Brauchtum im Spreewald. Der Korso startete am großen Hafen von Lübbenau nach Lede und wieder zurück. Andreas Schenker und Guido Lerch moderierten die große Schau am Hafen. Garten- und Landschaftsbauunternehmen Molle. Haben wir hier
28. Jahr mit seinem Kahn beim Kahnkurse dabei. 25 Jahre, Harley. Gut, gut. Beide gleich, beide gleich. Ja, eigentlich wollen wir früher das Superstar nennen, aber das Rest ist dann bei Schlag und Lied. Das waren die Nachrichten aus dem Spreewald. Haben Sie Wünsche oder Anregungen? Schreiben Sie uns an info@spreewaldfernsehen.de oder besuchen Sie uns auf Facebook. Es würde mich freuen, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder Ihr SWF-Journal einschalten.